Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar seht ihr hier schon, das ist Pünktchen. Und übrigens haben schon die Kätzchen Augen geöffnet. Dazu kommt auch bald ein Video. Ja, Pünktchen. Pünktchen ist der Einzige, der noch geschlossene Augen hat. Und Pünktchen ist irgendwie sehr, sehr zahm. Weil den kann man einfach so nehmen. Er schnurrt. Und er dreht sich immer so auf den Bauch, damit man ihn krault. Das ist so süß. Die sind so zahm diesmal. Ja, und der krabbelt hier ein bisschen rum. Er schnurrt sogar ein bisschen. Ich versuche euch mal das zu zeigen. Vielleicht hört ihr ja dieses Baby schnurren. Und ja, jetzt krabbelt er hier ein bisschen rum. So groß sind die jetzt, falls ihr das vergleichen könnt. Und sehr süßes kleines Schwänzchen haben die. Gerade guckt er ein bisschen rum, obwohl er gar keine Augen hat. Also er hat Augen, aber die sind noch nicht geöffnet. Aber gerade guckt er rum. Und er ist ein bisschen leise hier, weil er hat ja noch nicht die Augen geöffnet, deswegen sieht er nicht, dass er nicht zu Hause ist. Glaube ich mal. Da es ein bisschen dunkel ist, haben wir jetzt kurz Taschenlampe angemacht, damit ihr sehen könnt, wie er zur Mami geht. Und hier seht ihr, da versuchen wir mal nicht so zu leuchten. Das mache ich schon Augen auf haben, also zwei, Viskinia und Flöckchen. Hier seht ihr bei Viskinia zum Beispiel. Hier ist Bällerchen. Und hier sind die drei süßen Babys. Nochmal zum Vergleich, wie groß die sind. Ungefähr. So, in der Hand. Bällechen auch. Ich werde dann in ein paar Tagen auch ein Video machen. Ich zeige euch mal kurz die süßen Augen. Ui, 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 ja, gut. In ein paar Tagen mache ich dann ein Video, wie sie ein bisschen krabbeln und natürlich auch, wie ihre Augen ganz geöffnet sind. Ich glaube, das mache ich dann auch der hier Augen auf, damit ihr gleich alle drei als Übersicht habt. Und ja, das war's dann mit dem Video. Und tschüss.